grüße euch, guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 2016 in unserer Arsenal-Karriere. Es steht ein, ja, mit Verlaub, absolutes Kracherspiel auf dem Programm. Und zwar gegen Manchester United. Erstmal haben wir hier ein paar Sachen. Aktuell aus Spanien, Bericht der Jugendmannschaft und so weiter und so fort. Alvaro Morata ist endlich wieder komplett einsatzbereit. Jawohl. So, das heißt, gegen Manchester werden wir da einen Top-Stürmer vorne haben. Welbeck war nicht schlecht, aber ich weiß nicht, der ist halt trotzdem, der Morata ist ein Tier. Es ist ein Tier, ja, muss man so sagen. So. Gut, du wirst von Anfang an spielen. Folgende Spieler wurden von anderen Vereinen abgeworben, haben deren Jugendakademien unterschrieben. Alexander Schütz, Barnett. Okay, wie sieht's denn aus bei unseren Jugenddingern? Zeig mal kurz her. Achso, aber wir könnten noch einen Scout anheuern. Noch mehr Jugendtalente? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir eine Fußballschule? Haben wir. Guckt mal, 72 bis 94, 75 bis 94, 70 bis 86. Ja, doch, das ist gut. Guck mal, der ist schon eine 60, der hier. Der ist schon eine 60. Also wir lassen den mal noch da. Wir lassen den mal noch da. Freigeben werden wir sie nicht. So. Und wir kümmern uns jetzt wirklich dann erstmal um das Spiel gegen Manchester United. Wichtiges Big-Point-Spiel in der Liga. Das wird jetzt echt nicht ganz unwichtig. Also, das sind so die Spiele, die die Premier League ausmachen. Arsenal gegen Manchester United. Das ist ein Kracher. Das ist ein absolutes Kracherspiel. So, das ist unsere Aufstellung. Also vorne endlich wieder mit Alvaro Morata. Linker Flügel ist Sanchez, Promes da draußen. Das können wir auch mal. Özil als ZOM. Die Doppel-6 mit Matic, Ramsey, Innenverteidiger, Mertes, Acker, Koscielny. Linksverteidiger Gibbs, Rechtsverteidiger Bellerin. Das passt, das passt. Das passt, okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir es an. So, genau, wir werden den Tielemans und so, die werden wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte einwechseln. Okay, es ist ein Heimspiel. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ein wirklicher Vorteil ist für Arsenal. Inwiefern uns das wirklich hilft. Aber das wird sich rausstellen. So, ja, Morata trifft schon wieder am laufenden Band. Das ist doch nicht normal. Dieser Morata, das ist doch... Ist er überhaupt von diesem Stern oder... Oh, guckt's euch an, das ist halt überragend, der Junge. Ja, es ist... Ah, ne, sagst du nix, ne? So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Boah, wunderschönes Stadion. Arsenal gegen Manchester United. Hier im Emirates Stadium. Bestes Fußballwetter, wunderschöne Atmosphäre. Da weiß man, was man am Fußball hat. Und zwar eine ganze Menge. So. Also Arsenal aktuell Dritter. City hat ein Spiel mehr, okay. Da könnten wir 18 Punkte, okay, da hätten wir 18. Chelsea würde einen Punkt vor uns bleiben, wenn die ihr Spiel gewinnen. United etwas weiter unten, so eher zum Beginn des zweiten Tabellendrittels. Da haben wir übrigens schon gerade Bastian Schweinsteiger gesehen. Wir haben immer noch die beste Abwehr mit Chelsea. Während die Arsenal-Fans ihre Sprechchöre anstimmen mit der 24... Sehen wir Hector Bellerin. Das ist nochmal unsere Aufstellung. Ich habe euch die ja gerade schon dargebetet. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wirklich viel dazu sagen. Die Bank ist stark. Gabriel, Walcott, Coquelin, Tielemans, Masuaku, Welbeck und Ospina. Das ist okay. So, jetzt interessiert uns natürlich aber auch die Aufstellung von Manu im Tor de Gea, davor Damian Jones, Smalling und Shaw. Schweinsteiger schneidet ihn als Doppel-6, davor Mata, Depay, Herrera und im Sturm Lacazette. Oh, ein überragender Stürmer kam von Olympique Lyon. Alvaro Morata feiert seine Rückkehr und steht in der Startelf hier für die Premier League. Schiedsrichter ist Roger East. Und seine Assistenten sind Peter South und Marilyn North. Egal. Lassen wir das. Gut, nochmal hier die Torhüter gefragt. Alles klar. Und ab geht's. Arsenal Menu, der Anpfiff. Arsenal in Weiß-Rot von links nach rechts gegen die in Schwarz antretenden Spieler aus Manchester. Die hier natürlich wissen, dass es um was geht. Die wollen in der Meisterschaft bestimmt noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und deswegen ist das für die heute nicht
ganz unwichtig. Sanchez, Alexis Sanchez mit Kieran Gibbs. Kieran Gibbs, der Ball, vielleicht hätte er den auf Alexis Sanchez spielen sollen. Ah, weiß nicht. Wäre vielleicht besser gewesen. Okay, wir schauen mal. Zuletzt gab es für Arsenal in der Champions League ein 1:1 gegen Schachtja Donetsk. Ansonsten sieht es in der Champions League gar nicht so schlecht aus. Damien liegt da am Boden. Hoffen wir mal, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Wollen natürlich hier nicht irgendwelche mutwilligen Verletzungen, aber er steht wieder. Fans sind hier gut dabei. Der Ball ins Aus-Menü mit, ja, noch viel zu wenig Präzision. Nach vorne kam da jetzt noch nicht wirklich was. Oh, ja, Matic, das war etwas Highlife. Das ist gerade alles ein bisschen Highlife, was Arsenal da hinten macht gegen Man U. Ey, das ist eine Top-Mannschaft. Wir können doch hier die Bälle nicht so leicht abschenken. Bastian Schweinsteiger. Der von den Fans in Man U frenetisch gefeiert wird. Sein Landsmann Per Mertesacker, Big Fucking German, steht in unserer Innenverteidigung. Der wird da natürlich versuchen, Schweinsteiger da ein bisschen was vom Fuß zu stibitzen. Mata. Juan Mata, gar kein schlechter Schuss. Petr Cech muss hin. Und es gibt die erste Ecke des Spiels für Manchester United nach etwas mehr als 10 Minuten. Schweinsteiger tritt die, ist gar nicht schlecht. Petr Cech ist zur Stelle und köpft das Ding nach draußen. Alvaro Morata, gewinnt das Kopfballduell. Ball geht allerdings zum Falschen. Das war Abseits, oder? Das war kein Abseits, das war kein Abseits, das war kein Abseits, Horsten! Aktion nicht vor meinem FC Pai, oder ist das 1:0 für Menu? In einer Druckphase. Nach ein bisschen mehr als 10 Minuten Memphis Depay 1:0. Und angesichts der Tatsachen, bei dem, was davor passiert ist, ist das verdient. Das war wunderbar gemacht. Arsenal hat abgeschaltet und Mertesacker erklärt das Ding genau vor die Füße von Depay. Der hat kein Problem, das Ding reinzumachen. Petr Cech, ja, der kann da fliegen, wie er lustig ist. Memphis Depay auf den leeren Kasten. Und Manchester United führt nach 13 Minuten mit 1:0. Das ist natürlich nicht das, was sich Arsenal hier vorgestellt hat. Alles andere als ein Traumstart. Also am Anfang sah es so aus, als würde Man U nicht wirklich den Fuß in die Tür bekommen und einfach noch so ein bisschen nach dem Zugang suchen. Allerdings haben sie das mittlerweile gut gelöst. Alvaro Morata zupft und zieht und provoziert so den Freistoß, den es jetzt gibt für Manchester, ausgeführt von Jones. So, jetzt die Frage, wie Man U das runterspielt. Gehen die aufs Zweite oder wollen die das jetzt gemächlich halten? Lacazette mit Juan Mata. Gut gemacht von Kieran Gibbs. Aufmerksam unser Linksverteidiger. Und so wirklich präsent vor dem Tor des Gegners war Arsenal halt noch nicht. Und das ist eben dann nicht wirklich gut, während Man U hier weiter Selbstvertrauen ansammelt. Ander Herrera mit diesem Schussversuch, auch wenn der jetzt vielleicht mal nicht gepasst hat. Ja, sieht Man U Arsenal in der Defensive ja gar nicht so stark, wie das vielleicht vorne in dieser Statistik aussah. Da hieß ja, mit Chelsea sind wir die beste Defensive der Liga. Wir sollten mal gucken, dass wir dem Namen vielleicht auch gerecht werden. Langer Ball mal auf Alvaro Morata. Kriegt er den? Freilich kriegt er den. Morata mal mit der Flanke. Die ist gar nicht so schlecht gewesen. Aber wird geklärt von Man U. Der Ball nach vorne auf Sanchez war nicht gut. Von Kieran Gibbs. Und so kriegt Man U das stark rausgespielt. Das sieht doch wirklich nach Fußball aus. Was die Red Devils da spielen. Stark gemacht. Lacazette wunderbar auf dem Flügel freigespielt. Die Flanke ist gut. Petr Cech ist zur Stelle. Arsenal kommt hier nicht wirklich irgendwie zu Potte. Hat man so das Gefühl. Man U unfassbar aggressiv. Unfassbar zweikampfstark, passstark. Die Genauigkeit stimmt im Spiel nach vorne. Die Einstellung passt. Und Arsenal kommt mit all dem hier nicht wirklich zurecht. 30 Minuten sind jetzt gespielt. Das 1:0 geht in Ordnung. Für Man U. Weil Arsenal eben noch nach dem Schlüssel sucht.
Wer findet ihn, ist die Frage. Das ist auch nach vorne viel zu ungefährlich von Arsenal. Nicht zielstrebig, ehrlich gesagt auch. So, und dann, ja, und solche Fehlpässe, die bestätigen das vorher gerade Gesagte. Juan Mata über außen. Nimmt den Ball mit. Vorbei an Kieran Gibbs. Mata, der Ball in die Mitte. Und jetzt sollten wir den vielleicht auch nochmal rausgeklärt bekommen. Denn so ähnlich ist dann auch das 1-0 gefallen. Weil wir es nicht geschafft haben, den Ball da vernünftig zu klären. So, jetzt vielleicht mal mit Tempo und mit Platz nach vorne spielen. Schöner Seitenwechsel. Hector Bellerin mit Promes. Seitenwechsel auf Alexis Sanchez. Schade. Wenn er den vielleicht annehmen kann, war natürlich auch da eine Herausforderung für den kleinen Chilen. Ja, aber es bleibt dabei. Also ManU, die bessere Mannschaft, das muss man so sagen. Der Ball im Aus, 5 Minuten plus Nachspielzeit noch in Durchgang 1. Dann müssen wir mal gucken, was fällt Arsenal hier ein? Also das sieht eher nach wirklich nichts aus, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Mata macht ein starkes Spiel. Macht ein richtig starkes Spiel. So, Einwurf für Arsenal. Ja, das Publikum wird dann mit der Zeit hier natürlich auch unruhiger. Promes. Auch er noch nicht wirklich in der Partie. Morata. Starker Ball auf Promes. Starker Ball auf Promes. Vielleicht mal jetzt. Quincy Promes. Quincy Promes, der Schuss. Aber der war ein Abbild der Leistung der Gunners am heutigen Nachmittag. Stand Minute 44. Das Tor von Memphis Depay nochmal. Auf den leeren Kasten kann er schießen. Ohne Bedrängnis nach Fehler per Mertesacker, der das dann nicht gut gemacht hat. 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Wenn es erstmal hier beim 1-0 bleibt, wäre das für Arsenal auch schon mal was. Mata, vielleicht nochmal die Flanke. Vorbei an Mertesacker. Mata, der Ball im Aus, gibt nochmal Eckball. So, die nochmal kurz jetzt ohne hier das, was passiert, über die Runden kriegen. Lacazette. Die Flanke ist ungefährlich. So, okay, dann wird es den Abschluss noch geben und dann wird hier Halbzeit sein. Nach 45 Minuten steht es hier zwischen Arsenal und ManU. 0-1 für die Gäste und das geht durchaus in Ordnung. Das Publikum, ja, es gibt keine Pfiffe, aber wirklich euphorisch klingen sie jetzt auch nicht. Ja, Morata, von ihm leider noch nicht wirklich viel zu sehen. Er muss natürlich auch erstmal wieder diesen Rhythmus finden nach seiner langen, langen Verletzungspause. Tottenham führt auch 2-0, haben wir gerade gesehen. Özil kriegt heute auch gar nichts hin. Da müssen wir einfach jetzt auch mal Tielemans die Chance geben, finde ich. So, dann schauen wir mal, was in Durchgang 2 kommt. So, Özil raus. Der bleibt auf der Bank. Heute nicht wirklich im Spiel gewesen. Der dritte Deutsche im Mund mit Per Mertesacker und Bastian Schweinsteiger. Wird ersetzt durch Juri Tielemans, Nachwuchstalent, bei uns spielend. So, Arsenal muss jetzt Qualität zeigen. So ein 1-0 gegen ManU aufholen, das wäre mal eine wirkliche Ansage. Lacazette verliert den Ball. Morata, das war stark gemacht. Das war richtig stark gemacht bis hierhin. Matic. Ja, so langsam, so langsam. Alexis Sanchez, Pfosten. Arsenal kommt besser aus der Kabine. Direkt hellwach. Direkt hellwach. Oh, schade. Ja. Okay, eine Riesenchance hier direkt. Alexis Sanchez ist wunderschön freigespielt. Und da zeigen sie, dass sie es doch eigentlich können. Sie können es doch. Schneiderlin. Mit Mata. Wunderbar gemacht von Arsenal gerade dieser Start in die zweite Hälfte. Der Startschuss der Aufholjagd, Fragezeichen. Ist man hier in der Lage, dieses Ergebnis zu drehen? Das wird sich in den nächsten Minuten zeigen. Jedenfalls ist es spannend. Damian. Starker Pass auf Schneiderlin. Das war gut gemacht von Mertesacker. Da passiert erstmal nichts weiter. Muss er aber trotzdem in der Nähe bleiben von Damian. Mertesacker macht das jetzt auch. Ja, genau. Treibt ihn da ein bisschen nach außen. Jetzt fehlt er natürlich in der Mitte der Schuss von
Lacazette, gar nicht mal so schlecht. Wir werden das in der Wiederholung sehen. Der war gar nicht weit vorbei. Der war gar nicht weit vorbei. Ja, halber Meter vielleicht. Mehr war das nicht. So, was kann Arsenal hier noch zeigen? Thielemans. Juri Thielemans, das ist ein Foul. Das ist ein ganz klares Foul. Am jungen Talent. Kieran Gibbs. Ah, der war viel zu leicht verloren, dieser Ball. Jetzt muss man die Vorwärtsbewegung von Arsenal irgendwie stoppen. Denn so, von Man U, sonst wird es hier ganz gefährlich. Sonst wird es hier ganz gefährlich. In der Mitte. Oh, Herrera, da muss man irgendwas machen. Da müssen wir irgendwas machen. Zwar ein Foul. Was gibt's dafür? Mindestens Geld für Kieran Gibbs, würde ich jetzt tippen. Es gibt. Nur Freistoß. Oder? Wer schreibt sich doch was auf, der Schiedsrichter? Gibt's die gelbe Karte? Nö. Anscheinend nicht. Okay, das verstehe ich nicht. Das war eigentlich eine klare gelbe Karte, finde ich. So, jetzt ist Arsenal aber erstmal mit anderen Dingen beschäftigt hier. Und zwar dem Spiel nach vorne. So wird das aber nichts. Ungenauer Pass auf Alvaro Morata. Der ist natürlich auf die Bälle angewiesen. Die kommen heute einfach nicht. Gute Flanke. Petr Cech muss hin. Ist da. Quincy Promes. Kriegt er den? Kriegt er nicht. Einwurf für Manchester United. Nach 65 Minuten also. Viel Zeit bleibt hier nicht mehr für Arsenal, um hier was zu machen. Herrera. Mit Mata. Oh. Auch Man U kommt wieder zu Chancen. Auch Man U kommt wieder zu Chancen. Alexis Sanchez. Das sieht mal gut aus. Jetzt mal. Kann er Verantwortung übernehmen? Thielemans. Morata. Ah, der Ball wieder zu ungenau von Thielemans. Schade. Kann Morata den vielleicht sich wiederholen? Schade, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Arsenal muss jetzt aufmachen hier. Arsenal muss versuchen, hier irgendwas noch zu machen. Morata. Promes. Morata. Alvaro Morata, der Schuss mit dem Außenriss. Aber De Gea zur Stelle. Der ist natürlich auch ein ganz, ganz starker. So kommt Arsenal zumindest wieder zu einer Chance. Allerdings ohne, dass zwingend was draus wird. So, Man U wird das natürlich jetzt versuchen, irgendwie runterzuspielen, zu halten. Oh, da gibt es Einwurf für Arsenal. Kleine Slapstick-Einlage dort von De Gea. Matic, die Flanke. Morata, kriegt er den vielleicht irgendwie? Kriegt er nicht. Wieder den Manja Matic. Oh, ist das eng hier. Ist das eng hier. Wer behält die Übersicht? Koscielny vielleicht. Schuss nicht schlecht. Gibt's Ecke? Gibt's nicht. Langer Ball. Der muss raus. Per Mertesacker. Der kann solche Bälle rausklären. Koscielny jetzt mit da vorne. Promes. Da ist Mertesacker. Da ist Per Mertesacker. Aber im Abseits. Jetzt kommt hier nochmal richtig Brisanz rein. 11 Minuten vor dem Ende. Schafft Arsenal es hier zumindest noch den Punkt zu holen? Das ist die Frage. Damien. Der Seitenwechsel, der ist nicht schlecht. Bellerin muss den haben. Hat er. Wichtig. Unfassbar wichtig. Aber sie verlieren den Ball. Quincy Promes holt ihn sich auch erstmal nicht wieder. Einwurf Menü. Ne, Einwurf Arsenal. Okay. Entschuldigung. Oh, dann. Dann so ein Seitenwechsel. Wir müssen. Ah, fuck. Walcott nochmal rein für Promes. Der war heute leider auch nicht so gut. Und Kockler für Matic. Fuck. Das gibt's doch nicht. Oh, der Mata, der zaubert. Hinten sind wir total offen. Aber Gott sei Dank ist Petr Cech da. So, es muss jetzt noch was passieren. Klares Foul an Bellerin. Ne, an Thielemans, Entschuldigung. So, ja, Man U will die Zeit hier nutzen. Die wollen hier nichts mehr anbrennen lassen. Ist doch klar. Ist doch klar. Juan Mata. Unfassbar guter Techniker eigentlich. Solche Ballverluste sieht man von ihm auch nicht oft. Aber was Arsenal nach vorne spielt, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist Martial durch. Eingewechselt Martial mit der Chance, mit dem Nicht.
2:0. Lebt die Chance hier noch? Für Arsenal. Koscielny. Da vorne. Eieiei. Unser Innenverteidiger. Ganz weit weg von seiner eigentlichen Position. 89. Minute. Arsenal, muss man einfach sagen, heute mit einer richtig, richtig schlechten Leistung. Das war heute absolut nicht das, was man sich vorgestellt hat gegen einen durchaus starken Gegner. Das wollen wir natürlich nicht schmälern. Aber es sollte erstmal nicht sein. Morata. Das ist stark gespielt. Koscielny, Laurent Koscielny. Aber er ist halt Innenverteidiger. Er ist halt Innenverteidiger. Nein, und das war sie, die Riesenchance. Arsenal lässt 3 super wichtige Punkte liegen. Und wenn es ganz schlecht läuft, sind wir jetzt 4 Punkte hinter Chelsea. Nein, oh, ist das bitter. Ist das bitter, aber verdient verloren. Sehr schlecht gespielt. Und da verlierst du eben solche Spiele. Und jetzt ist man in der Liga noch auf Platz 4. Chelsea hat zumindest nicht gewonnen. Boah, das... Oh, das kotzt trotzdem, Mann. Ah, fuck. Okay. Machst du nix? Da muss man durch. Da muss man halt einfach auch mal durch. Müssen gucken. Also, viel zu ungefährlich nach vorne, hinten. Viel zu viele Fehler gemacht auch. Das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Von daher, ja, gut. Wir schauen mal. So, Bellerin wird trainiert. So, und dann nochmal einen Jungen im Mittelfeld. Thielemanns nämlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Training noch und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. So, ja, sehr schön. Gabriel und Promes gehen hoch. Sehr schön. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es das dann heute für erstmal trotzdem durch sein damit. Morata glänzt, aber Arsenal verliert. Ich weiß nicht, wo Morata geglänzt hat. Naja, okay. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns das nächste Mal. Das heißt Arsenal-Karriere. In dem Sinne. Wir sehen uns. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.